In der Landesfeuerwehrschule in Naht kämpften am Freitag junge Feuerwehrleute aus ganz Sachsen um die Leistungsspange, die Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr. 84 Jungen und Mädchen im Alter von 15 bis 18 nahmen an der Prüfung teil. Um die Leistungsspange zu erhalten, mussten die Teilnehmer einen Löschangriff, eine Schnelligkeitsübung sowie einen allgemeinen Sport- und Wissenstest absolvieren.